So, damit begrüße ich alle recht herzlich zum nächsten WoW-Stream. Ich hatte ja gestern, hatte ich versprochen, dass wir Innis gehen, also zumindest die erste. Wir sind aktuell 2 Level davon entfernt, in die erste rein zu dürfen. Und das werden wir dann heute mal noch angehen. Sollte eigentlich relativ schnell gehen. Ein bisschen über einem Viertel an Level haben wir schon. Wir sollen noch Schnäbel sammeln und irgendwelche Brandschatzer der Klingenmähen töten. Krieg ich mal hin. Sollte jetzt nicht so die Herausforderung sein. Also diese Viecher hier. Die der Typ da gerade eben auf seinem Moped schon gewildert hat. Nun gut. Dann schauen wir einfach mal in die andere Richtung. Ich hoffe, man hört mich in irgendeiner Art und Weise. Ja, gut, wunderbar. Schauen wir mal, wo die Viecher sich momentan aufhalten. Ich hoffe, hier sind noch irgendwo welche. 7 Stück bräuchten wir ja noch. Ein Zebra. Verzeihung, ein Zebra. Nein, okay, der Typ hat hier anscheinend ordentlich was weggeholzt. Da ist eins. Und da noch eins. Juhu. Okay, da braucht man doch ein bisschen mehr Wumms, um die Viecher zu killen. Aktuell für den Level zumindest. Zwei von 7 haben wir schon. Komm, fall um. Fall um! Schnetzeln, arme Viecher zu schnetzeln, ist auch irgendwie so ein bisschen. Naja. Naja. Da hinten brennt. 4 von 7. Und da steht einer im. Am Arsch der Welt. Mit Quest sogar. Hoppla. Moment. Ich habe gerade gesehen, ich habe was ganz Wichtiges vergessen zu aktivieren. Oh! Wo ist es? Da ist es. Man hat den Sound gehört. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Werden wir gleich sehen. Was ihr wolle. Doraxes, helft mir, Magierin. Schweinemenschen kommen und zünden Stelle Azolnerup. Feuer. Feuer. Dorak jammert etwas Unverständliches, bevor es euch gelingt, ihn zu beruhigen. Wölfe drinnen noch angekettet. Jemand muss die kleinen Wölfe retten. Questziele. Brecht die Ketten auf und befreit die Wölfe aus den brennenden Stellen. Doraxes, helft mir, Magierin. Schweinemenschen kommen. Okay, das müssen wir uns nicht nochmal anhören. Eine Bank. Ah. Ich glaube, der hat in irgendeiner Art und Weise Angst, aber hier drin ist nichts. Na gut. Wir gehen mal die Wölfe da rausholen. Da liegt ein toter Peon rum. Hm. Na, schade, bringt nichts. Dann müssen wir warten, bis die wieder gespawnt sind. Und sind jetzt wieder welche da? Ich sehe gerade. 3 Stück. Wir brauchen nur noch einen. Jupp. Und damit wäre das auch schon fertig.
Da hinten macht einer Haustierkämpfe. Was? Doraxes, ihr habt die Wölfe gerettet. So mutig. Eines Tages bekommt ihr vielleicht einen Wolf wie diesen als Reittier. Dora zieht auf die brennenden Stelle, dann zum nahegelegenen Fluss. Was soll ich nun tun? Ja, das würde ich auch gern mal ändern, aber ich habe gestern mal geguckt, das ist ein bisschen was umgeschrieben auch in diesem Addon, aber so richtig hat das nichts gebracht. Dass der trotzdem, also wenn ich schon einen Ork oder einen Peon oder was auch immer anrede, dass der dann trotzdem so eine tiefe Stimme hat. Aber da muss ich, glaube ich, nochmal so ein bisschen auf der Herstellerseite mich informieren, wie das so funktioniert. Ah, jetzt spawnen die auch alle wieder. Wunderbar. Das heißt, wir brauchen nur noch zwei von den Teilen. Ausgerechnet, der droppt halt natürlich nichts. Boom, Baby. Einer noch, komm. Da hinten ist noch einer. Den kommen, den gehen wir den holen. Bevor wir dann zurücklaufen und nichts mehr da ist. Und da natürlich das fehlende Teil. Wunderbar. Was soll man da noch machen? Ach ja, diese komischen anderen Viecher noch abmurksen. Das kriegen wir auch noch hin. Das ist doch schon so ein Teil. Hier laufen ziemlich viele Magier rum, habe ich das Gefühl. Und der Typ da hinten. Das heißt, wir werden uns mit dem irgendwie um diese Viecher schlagen müssen. Oder wir gehen mal da hoch, in diese Höhle. Vielleicht ist da ja noch was frei und da steht zumindest schon mal einer vor der Tür. Das ist doch schon mal eine gute Idee. Ach ja, und die Addons wollte ich ja auch noch irgendwie organisieren. Stimmt. Das Taschen-Addon. Das andere Teil für die Special Attacks außenrum. Da war doch auch schon einer hinne. Oh Mann, ey. Da ist ja alles platt. Ein Stinkepilz. Die Höhle kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern. Aber whatever, die nehmen wir natürlich auch mit. So ist ja nun nicht, ne? Den da hinten hole ich mir auch gleich. Ob wir den jetzt brauchen oder nicht, ist jetzt erstmal egal. Der gibt EP. Und auch ein paar nutzlose Items, die man dann später scherbeln kann, um ein bisschen Kohle zu machen. Ach, guck mal da oben. Ich glaube, hier drin gibt es kaum solche Viecher, die wir brauchen. Das ist auch noch irgend so ein anderes Teil. Wow, die ist echt ziemlich groß, diese Höhle. Okay, hier drin gibt es irgendwie keine Viecher, die wir brauchen. Tja. Dafür machen wir halt eben den Chef da platt.
Der war ja easy. Bam. Ich würde sagen Headshot, hä? Was macht der? Nee, der will auch nicht. Ah, mein Viech hat irgendwas gezogen. Super. Naja, gut, dann nehmen wir halt diese lang. Aber ich bin sicher, wir müssen trotzdem noch in die Höhle rein. Wetz. Stirb! Nichtsnutziges Schweinegesicht. Bam! Komm, bis dieses blöde Wasserelementar da mal einen Cast gemacht hat, bin ich schon längst fertig mit dem mit den Teilen. So, noch drei Stück. Bevor der Kerl da drüben dieses Schwein, das sich krallt, oder der da hinten, oder überhaupt irgendwie die ganzen Leute, die hier in der Gegend rumlatschen. Alter, was ist denn hier los? Och, komm schon. Da hinten ist so ein doofer Jäger, den haben wir schon. Aber da ist noch so eine Sau. Und da hinten auch noch eine. Komm, die krallen wir uns jetzt mal. Oder wir nehmen die beiden. Damit hätten wir das auch abgeschlossen und können hier weg. So. Geben wir noch den Spaß da hinten bei dem Turm ab und dann sind wir erstmal raus hier. So, haben wir denn überhaupt noch was zu futtern dabei? Natürlich nicht. Es verschwindet nämlich jedes Mal, wenn man sich ausloggt für eine längere Zeit. Aber den Spaß habe ich auch nicht mal in meine Leiste gestellt. Ha! Oh! Ein Gepardenjunge! Galschlachtner Bisses, das habt ihr gut gemacht, Sidoria. Diese unverschämten Stachelhäber werden irgendwann lernen, dass mit der Stärke der Horde nichts zu spaßen ist. Hoho! Galschlachtner Bisses, Amok laufende Schweinemenschen direkt azulnerup der Grenze zu Dyroda? Nicht mit mir. Wie es so schön heißt, Sidoria, die beste Verteidigung ist alle zu zermalmen, die dir im Weg stehen. Einer meiner Speer ist den Stachelebern nach deren letztem Überfall auf unsere Karawane gefolgt und wir wissen nun, wo wir zuschlagen müssen. Krenig Grantelschnauze ist der Drahtzieher hinter den Angriffen entlang des Flusses. Zerquetscht ihn, Magierin. Besiegt ihn und schlitzt seinen Truppen die Bäuche auf, sodass die Angriffe auf dieses Lager ein Ende haben. Sucht nach einer mit Stachelebern verseuchten Höhle entlang des Flusses, südlich von unseren Stellen. Questziele. Tötet 5 Verteidiger der Klingenmähnen, 5 Dornenwirker der Klingenmähnen und Krenig Grantelschnauze. Nehmt Krenig Grantelschnauzes Hau Azulnerop euch. Vorwärts! Können wir machen. Zum Sieg! Sehe ich gar kein Problem drin. Seid gegrüßt.
Kalga Blutauge Sess. Sehr gut, Sedoria. Eine Sorge weniger, über die man sich unterwegs Gedanken machen muss. Blub und yeah. Kalga Blutauge Sess. Was auch immer im südlichen Brachland geschehen ist, es hat einige der Stacheloberstämme in unsere Richtung getrieben. Insbesondere die vertriebenen Klingenminnen werden immer verzweifelter und ihre Angriffe werden immer waghalsiger. Allein diese Woche habe ich schon zwei Karawanen verloren. Unsere Krieger am Wegekreuz warten händeringend auf diese Vorräte und ich habe nicht vor, zuzulassen, dass diese Stacheleber sich dank dieser Missetaten fett fressen können. Findet die vermissten Vorratskisten und bringt sie zu mir. Ich würde die Stacheleberhütten südlich von hier entlang des Flusses durchsuchen. Questziele: Sammelt 5 Vorratskisten des Wegekreuzes in der Höhle der Klingenminen. Kraft! Ja, das war's. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Suchen wir, tun wir und machen wir, würde ich sagen. Das könnte sogar die sein, wo wir gerade schon drin waren. Ich würde sagen, das ist die, wo wir drin waren. Vorratskisten. Sah das vorhin aus wie Vorratskisten? Ich glaube schon. Und Trommelwirbel. Wir sind Level 14. Ja, das mit dem Trommelwirbel und einer Hand wird nichts, warte. Yeah! Autorun. Eine wunderbare Erfindung. Ja, das ist wohl diese Hülle, wo wir rein sollen, müssen, tun, können, wie auch immer. Ein pandarischer Magier. Na toll. Und ein Mönch. Ein Taurenmönch. Super klasse. Das heißt, wir sind mal wieder voll zwischen solche Levelwütigen gekommen oder Questwütigen. Aber wird denn gleich? Komm. Nee. Immer wollen sie abhauen. So nicht, meine Freunde. So nicht. Der Schlechte ist unterwegs. Oh, Crit. Ich glaube, das krieg ich mal so hin. Hey. Hey, hallo? Wollte der sich doch jetzt glatt heilen? Zumindest hat sich das so angehört. Eine Kiste noch und die steht da oben. Jeha! Ups. Da sind sogar zwei, finde ich sowas. Super toll, finde ich das. Zack, fertig. Zack, fertig. Dann fress mal die paar noch hier, die noch im Weg stehen. Und dann können wir auch aus der Höhle wieder raus.
Und sobald wir den Level abgeschlossen haben, würde ich sagen, gucken wir mal so ein bisschen in die erste Dungeon rein. Vorausgesetzt, wir finden eine Gruppe, weil alleine könnte ein bisschen hart werden. Würde ich jetzt mal so behaupten wollen. Mein blödes Elementar ist schon wieder weg. Achso, das muss ich ja casten, das Teil. Aber wir haben fertig. Dann räumen wir noch schnell aus dem Weg. Hier ist Fiendfeuer, was der da castet. Sah aus wie ein Heal. Huch, da steht ja noch einer. Hallo. So, laufen wir noch zurück. Die zwei Quests sind noch in der Nähe, also wir müssen nicht unbedingt nach zum Wegekreuz. Wegekreuz, glaube ich. Crossroads. Für die, die den englischen Namen bevorzugen. Was macht der denn hier? Multipliziert die kritische Trefferchance eurer Zauber gegen eingefrorene Ziele mit 1,5 und erhöht die Chance zusätzlich um 25%. Fett. Finde ich schon ganz schön nice. So. Alter, gehen die mir auf den Sack, ey. Jetzt mal ganz ehrlich. Die Scheißteile machen so einen Lärm. Schneidet dem Anführer den Kopf Aratibesen, dann bricht das Chaos aus, Siduria. Lernt diese Lektion sorgfältig. Sie wird euch in der Zukunft helfen. Wir haben dem jetzt schon zweimal den Kopf abgeschlagen. Kargal schlachten Abyssess. Gut gemacht, Siduria. Da Kree nicht tot ist, werden die Angriffe auf unsere Karawanen merklich nachlassen. Euer Volk kann sich stolz schätzen, euch in seinen Reihen zu haben. Das ist eine tolle Hose, die zieh man. Eine andere ist irgendwie voll für den Huf. Die ist nämlich noch weiß. So, mal gucken, was die Olle uns so schönes zu sagen hat und gibt. Palga Blutauge Sess, wie läuft eure Suche nach den Vorräten, Siduria? Ich schätze, die Stachelweber werden unter eurer Kraft schnell fallen. War auch so. Palga Blutauge Sess. Ja. Danke, Siduria. Das wird uns höchst dienlich sein. Ich werde diese Vorräte verpacken und sie sofort auf den Weg zum Wegekreuz schicken. Palga Blutauge Sess. Palga grinst entwaffnend und hält eine enorme Feuerwaffe in die Höhe. Habt ihr jemals eine von diesen verwendet, Siduria? Es ist ein Monster. Höllenfeuer mit Fadenkreuz. Zu schwer, um sie zu Fuß zu verwenden, aber perfekt, wenn man einer Karawane vorausreitet. Ich nenne sie den Straßenfeger. Wir müssen den Nachschub, den ihr gesammelt habt, zum Wegekreuz bringen. Und ich rechne mit Schwierigkeiten. Ich hätte euch gerne als Begleiter. Und als Feuerschutz. Sagt einfach, wenn ihr bereit seid, und ich setze euch Azjolnerup die Spitze der nächsten Karawane. Questziele. Sprecht mit Halga Blutauge in der Fernwacht, um die nächste Wegekreuz-Karawane zu Groldoms Hof zu begleiten. Vorwärts zum Sieg! Können wir machen. Tun wir. Straßenfeger. Wir haben einen Straßenfeger im Inventar. Nun gut, Siduria. Seid ihr bereit? Losrollen. Es wird nicht leicht sein. Ja, ich bin bereit. Lasst es uns tun. Zieht in Ehren. Lasst mich nicht im Stich.
Hoho, so. Hä? Da ist doch noch gar nichts. Bin mal gespannt. Ach so. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ach so, die muss man anvisieren. Ich habe kein Ziel. Oh, geht ja eigentlich. Mit Tab. Tab und 1 im Wechsel. Geht das so ruckzuck? Ich muss zuerst etwas anmachen. Bäm! Die macht 598 Schaden. Ja. Für so ein Monster. Drum an Gewehr, wie das vorher prophezeit hat, ist das schon ein bisschen schwach. Beifahrer. Ich bin ein Beifahrer. Ich habe kein Ziel. Scheiße, ich wollte ihn jetzt noch abschießen. Coole Sache, so. Ausgezeichnete Arbeit. Ich werde die Ware abladen. Ihr solltet euch bei Kranal Fiss melden. Das tun wir doch mit Vergnügen. Aber vorerst holen wir uns diese Quest hier. Raus damit. Togrixes. Es entspricht unserem Instinkt, einfach auf unsere Angreifer wie wild einzudreschen. Aber die Weisheit gebietet einen anderen Weg. Wir sollten einen dieser Eindringlinge der Stachweber befragen und so viel wie möglich herausfinden. Nehmt dieses Netz, Sidoria, und fesselt einen Plünderer der Stachweber, der unseren Hof westlich von hier angreift. Schlagt die Bestie bewusstlos und bringt sie zu mir. Questziele. Verwendet Groldoms Netz, um einen Plünderer der Klingenminnen zu fesseln und schleppt ihn zurück zu Togrik auf Groldoms Hof. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Ich habe jetzt mal den Dialog hier unten nochmal ein bisschen durchgelesen. Sehr interessant. Mokra, Fremdling, seid ihr hier aus der Fernwacht? Nein. Ihr seid ein unverhoffter Anblick, Troll. Das ist die erste Karawane, die es in dieser Woche geschafft hat. Ich war ja auch dabei. Wir kriegen einen Gürtel. Der ist besser als den wir aktuell tragen. Groldoms Netz. Wie heißt das? Ja, Groldoms Netz. What the f... Okay, hier muss man Schweine durch die Gegend zerren. Sehr interessante Sache, das. Gut, aber wir haben noch nicht alle Quests hier. Was ist das denn? Einfaches Denkmal. Nicht schlecht. Kraft und Ehre! Mann, Krixes. Sie haben meine Frau ermordet. Sie haben mein Haus und meinen Hof niedergebrannt. Seit jener fürchterlichen Nacht streife ich von Sonnenaufgang west ins Slotuntergang in diesem Landstrich umher und suche den Horizont Aratibesen nach mehr von diesen Monstern. Ich habe jeden Schweinemenschen getötet, dem ich seitdem begegnet bin. Aber mein Durst nach ihrem Blut ist noch lange nicht gestillt. Tötet sie. Tötet so viele, wie ihr könnt. Bringt mir ihre Haut und wir werden ihren Tod gemeinsam feiern. Questziele. Sammelt 30 Stachellebehaue. Okay. Da scheint einer mächtig angepisst zu sein. Kann ich irgendwie verstehen, glaube ich. Rocco Peitschenschwinger Sess. Rocco überreicht euch eine Schrotflinte, die euch bekannt vorkommt. Ich habe mir erlaubt, Halgars Artillerie für euch zu reinigen. Ich bin mir sicher, dass ich euch nicht vor dem Rückstoß zu warnen brauche. Fragt mich einfach, wenn ihr bereit seid, zum Wegelkreuz aufzubrechen. Dirk wartet dort auf euch. Achtet darauf, dass ihr ihm nicht pampig kommt. Lasst euch vor nichts aufhalten.
Sidoria. Und wenn euch jemand zu nahe kommt, versetzt ihm einfach einen Stoß mit dem Kolben in eure Schrotflinte. Macht uns stolz. Festziele. Sprecht mit Rokko Peitschwinger in Groldoms Hof und begleitet seine Karawane den gesamten Weg zum Wegekreuz. Seid sicher. Ja, das machen wir dann später, wenn wir hier soweit alles weggepustet haben.